Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, letztes Mal haben wir noch gesehen, wie hinten das eine Pokémon weggelaufen ist. Und da ist es ja. Ein rätselhaftes Kind mit einer Maske starte ich an. Ja, ein Kind. Ich würde es auf jeden Fall auch für ein Kind verwechseln mit irgendwelchen komischen Holzbeinen oder so. Macht Sinn. Ein Fest ist toll, oder? Pon. Hey Nico, hör dir das an. Jo ist beim Uni-Austreibungsspiel zu nichts zu gebrauchen, eine absolute Null. Wer war das denn? Erstmal hinterherlaufen. Na Gott, danke, dass ich 4-3 Meter laufen durfte, ist ja nett. Türkis grüne Maske. Ich frage mich, wer dieses Kind war und wo es herkam. Vielleicht war das gar kein Kind. Was? Wie meinst du das? Ich glaube, dieses Kind auf dem Berg verschwunden ist. Könnte es etwa der Uni gewesen sein, der aus der Geschichte von den Infotafeln? Das heißt, die Legende ist wahr. Es hat diese Maske verloren, also muss es wirklich. Nico, Hanna. Was steht ihr denn hier so rum? Wir haben den Uni getroffen. Lalala, hier ist gar wirklich gar nichts. Lass uns zurück zum Fest gehen. Was? Die habe ich kein Wort verstanden, Hanna. Nichts, sie hat nichts Wichtiges gesagt, wie immer. Alles gut. Ha. Verstehe schon, ihr habt euch bestimmt über mich lustig gemacht. Ich gehe zurück zum Fest. Puh, das war knapp. Mann, ihr habt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Fast hättest du dich total verplappert. Du hast absolut Fanaten den Oni, so richtig. Total verrückt nach ihm. Wenn er wüsste, dass wir ihn getroffen haben und er nicht, ich weiß nicht, da würde er sich bestimmt ausgeschlossen fühlen. Oder meinst du, ich mache mir zu viele Sorgen? Außerdem will ich nicht, dass er dem Uni diese Uhrzeit noch auf dem Berg hinterherläuft. Aber egal, jetzt haben wir uns eh schon fürs Lügen entschieden. Bald ist alles für dich, okay? Das ist unser kleines Geheimnis. Und zeig ihr bloß nicht die Maske, zumindest fürs Erste. Ist nicht aber dieselbe Maske, die er selber auch aufhat? Okay, reden wir mit ihm. Ich darf ihn nicht reiten. Hast du genug vom Fest? Ja. Okay, lass uns nach Hause gehen. Ich bring dich zum Gemeindehaus. Am nächsten Tag. Ja, komm, spielen. Sekunde, endlich. Du kreuzt ganz schön spät zu unserem nicht ausgemachten Treffen auf. Egal, ich habe was mit dir zu besprechen. Es geht um die Sache von gestern. Du hast niemandem davon erzählt, oder? Habe ich nicht. Stimmt das auch, wenn du mich anlügst? Das ist etwas, verstanden? Das Ding, das wir an den Treppen aufgesammelt haben, das hast du dabei, oder? Opa kennt sich mit alten Legenden aus, am besten fragen wir ihn um Rat. Du weißt doch, wo ich wohne, stimmt's? Wir treffen uns dort, wie du trödelst.
Los, zeig mir Opa das Ding. Ich brauche gar nicht, wenn wir noch diese komische Festkleidung hier anhaben, davon abgesehen. Guten Morgen, Nico. Wo du bist, Nico. Morgen. Bist du erst aufgewacht? Sollen wir zum letzten Infotafel aufbrechen? So, verzieh dich mal. Nico und ich haben was zu besprechen, ohne dich. Was? Aber warum darf ich nicht dabei sein? Das ist total unfair, blöde Kuh. Wie hast du mich genannt? Lass mich in Ruhe. Was war das denn? Für Jos Verhältnisse war das ganz schön aufsässig. So behandelt man andere nicht, Hanna. Du solltest wirklich etwas netter zu deinem Bruder sein. Aber ich bin auch nett zu ihnen. Ich habe ihnen ja keine geklatscht oder so. Wow. Wie auch immer, es gibt andere Dinge, Nico, andere Dinge zu besprechen. Stimmt's, Nico? Zeig mal Opa, du weißt schon. Erstmal eine leere Hand hinzeigen. Das kann nicht sein. Die Maske des Oni, woher hast du die? Wir sind ihm begegnet, dem Oni, auf dem Maskenfest. Wir haben ihn freundlich angesprochen, aber er ist weggerannt, hat dabei die Maske verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass der Oni auch heute noch unser Fest mit seiner Anwesenheit beehrt. Wie meinst du das? Ist der Oni nicht der Böse, der das Dorf angegriffen hat? Es ist vor einer Zeit, es dir zu sagen. Die ganze Geschichte ist in Wahrheit genau andersrum geschehen. Andersrum, was soll das heißen? Du solltest es auch erfahren, Neko. Immerhin bist du ebenfalls dem Oni, nein, Operpon, begegnet. Ich werde euch die Wahrheit erzählen, wie sie seit Generationen in unserer Familie überliefert wird. Wow. Lass mich nochmal ansprechen dafür. Cool. Wenn ich die wahre Geschichte erzählen soll, wird das etwas dauern. Hast du jetzt Zeit dafür? Ja, einfach die Geschichte andersrum. Die drei Gefährten waren die Bösen, der Ogre hat die aufgehalten. Ja, der Oni. Also lange erzählen dürfte es eigentlich ja nicht. Naja, diese Geschichte wurde unserer Familie stets mündlich weitergegeben. Ich selbst habe sie von meinem Vater gehört. Sie erzählt von der Wahrheit und darf auf keinen Fall mit anderen Dorfbewohnern geteilt werden. Ihr dürft sie also unter keinen Umständen weitererzählen. Okay. Vor langer Zeit führte sich ein Mann und ein Oni aus einem fremden Land nach Kitakami. Die Dorfbewohner fürchteten sich vor ihrem Erscheinungsbild, das andere anders war als ihres. Deshalb verboten sie den beiden Reisenden, sich dem Dorf auch nur andersweise zu nähern. Die Zurückweisung der Dorfbewohner schmerzte den Mann und dem Oni zutiefst. Doch sie spendeten einander Trost und führten in einer Berghülle allzweit ein bescheidenes Leben. Ein einzelner Dorfbewohner empfang jedoch Mitleid mit ihnen, ein Maskenschnitzer. Er fertigte andere mehrere Masken für den Mann und den Oni an und schenkte sie ihnen. Die prächtigen Masken waren mit glitzernden Edelsteinen aus der Heimat des Mannes besetzt. Mit den Masken konnten sich die zwei ihre Gesichter verbergen und sich unter die Dörfler mischen. Der Mann und der Oni waren überglücklich und dankten dem Maskenschnitzer für seine Güte. Mit von den Masken verdeckten Gesichtern wagten sich schließlich auf das Dorffest. Nun sprach jeder über die beiden rätselhaften Besucher mit ihren herrlichen Masken. Ehe sich versahen, verbreitete sich selbst in fernen Ländern Gerüchte über sie. Doch Geschichten über solche Kostbarkeiten erweckten oft mehr als bloße Neugierde. Und so kam es, dass bald ein paar habsüchtige Pokémon nach Kitagami aufbrachen. Sie stichen sich in das Zuhause des Mannes und des Oni ein. Dort versuchten sie, sich der sorgfältig verwahrten Masken zu bemächtigen. Der Mann, der zufällig zugegen war, vermochte, eine der Masken zu beschützen.
Die übrigen drei indes wurden trotz all seiner Bemühungen von den Pokémon gestohlen. Einige Stunden später kehrte der Oni zur Höhle seinem sonst glücklichen Zuhause zurück. Doch er fand nur die Spuren eines Kampfes sowie die grüne Maske vor. Der Oni setzte die Maske auf und lief hinab ins Dorf, wohl in der Hoffnung, den Mann zu finden. Dort sah er die drei Pokémon, die sich mit den hellen Masken brüsteten, und fiel über sie her. Die anwesenden Dorfwohner wussten nicht, was sich in der Höhle zugetragen hatte. Sie sahen bloß den umherwütenden Oni und verspürten eine unbändige Angst vor ihm. Und in ihren Augen schienen die drei Pokémon das Dorf mit ihrem Leben zu beschützen. Aus Dankbarkeit nannten sie die Pokémon die drei Gefährten. Betteten sie zur Ruhe. Oni zog sich unterdessen verwundet und voll tiefer Trauer seine nun einsame Höhle zurück. Aha, so war das also. Was zum... Das hat das arme Ogerpom nicht verdient. Die drei Gefährten sind echt das allerletzte. Das ist ja das krasse Gegenteil von dem, was erzählt wird. Wir müssen das aufklären. Nicht so schnell, ich habe dir doch bereits gesagt, dass du das für dich behalten sollst. Ja, aber Leute im Dorf sind von ihrer Version der Geschichte überzeugt. Du weißt doch, wie wichtig ihnen die drei Gefährten sind. Wie würden sie wohl reagieren, wenn jemand plötzlich behaupten würde, das sei ein Missverständnis gewesen? Ich schätze mal, sie würden ziemlich wütend werden. Ganz genau. Unser Vorfahr, der Maskenschnitzer, hat damals alles versucht, um den Dorfbewohnern die Augen zu öffnen. Doch seine Worte stießen auf taube Ohren. Schlimmer noch, man bezichtigte ihn der Ketzerei. Boah, mir schwillt hier echt der Kram. Um seine Nachkommen also uns zu schützen, beschloss unser Vorfahr fortan zu schweigen. Stattdessen begann er die wahre Geschichte als Familiengeheimnis von einer Generation in die nächste weiterzugeben. Verstehe. Weißt du eigentlich von der Sache? Ich denke nicht. Von mir hat er die Geschichte zumindest noch nicht erfahren. Warum fragst du? Einfach so, im Gegensatz zu einem anderen ist Jo ein riesen Fan vom Oni. Manchmal spielt er sich extra richtig als Experte auf, als wüsste er mehr über Ogerpon als wir alle. Ja, der Junge ist recht feinfühlig. Gutmütig, dass er intuitiv etwas ahnt. Wenn die Zeit reif ist, würde ich auch Jo über die ganze Geschichte aufklären. Doch fürs Erste fehlt dir darüber kein Sterbenswörtchen an irgendwen, verstanden? Ja, okay. Jetzt kann Jo erst recht nichts erzählen. Ja, übrigens, wegen der Maske, die du mir vorhin gezeigt hast, mir ist aufgefallen, dass ein Teil des Edelsteins an der Stirnpartie fehlt. Wenn du sie vorübergehend in meinen Obhut gibst, kann ich sie vielleicht reparieren. Oh ja, es ist bestimmt passiert, als die Maske die Treppe runtergefallen ist. Wenn sie wir jetzt reparieren lassen können, bevor wir sie Ogerpon zurückgeben, sollten wir das tun. Und keine Sorge, okay, gut drauf acht. Aha. Der kleine Schlawiner da, ey. Hat er einfach gelauscht. Ich kann es echt kaum erwarten, Ogerpon wiederzusehen, aber bis die Maske repariert ist, müssen wir uns wohl oder übel gedulden. Ich kann nicht glauben, dass ich freiwillig vorschlag, aber wir sollten vielleicht in der Zwischenzeit den Orientierungslauf fortführen. So schafft Jo hoffentlich auch. Alter, dass dieser Typ Jo heißt, ne? Oder. Das ist so dumm. So schafft Jo hoffentlich auch weniger Verdacht. Hätten sie nicht einen anderen Namen nehmen können? Und wahrscheinlich gut das Wort Jo, so im Sinne von. Ne, wie wir es in Deutschen sagen, gibt es halt in anderen Sprachen so halt nicht, ne? Als Jo. Deswegen, aber trotzdem, ne? Ich könnte wetten, dass Jo gerade irgendwo im Dorf die Zeit totschlägt. Und hier um die Ecke stand er jetzt. Ja, hier stand er erstmal bei der Aufschrift. Fährt ihn irgendwie auf, er ist hier weggegangen. Aber man hat ihn nie durch den Zaun hier weiterlaufen sehen. Hätte es irgendwie auffallen müssen, dass er hier irgendwie noch steht oder so. Naja. Suchen wir ihn mal.
Oh, hey Neko. Sag mal, worüber hast du eigentlich eben mit meiner Schwester gesprochen? Dies und das. Ach, verstehe. Ja, die Infotafeln, also, die letzte ist ein bisschen weiter weg. Und zwar auf der Paradiesebene, auf der anderen Seite des Oniyama. Das heißt, wir müssen Richtung Nordwesten vom Berg runtersteigen. Lass uns aufbrechen. Warum lügst du mich an? Ja, dein Opa gesagt hat, ich soll dich anlügen. Deswegen. Und weil ich keine Wahl habe. So, okay, ich würde aber sagen, die letzte Infotafel suchen wir dann morgen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.